ziemlich genau 30 Jahren kam zum ersten Mal ein Film raus, bei dem sich die Macher gedacht haben, was wäre, wenn Spielzeuge lebendig wären und so handeln würden wie Menschen. Das lief gut, also haben sich wieder neuen Gedanken gemacht und gedacht, was wäre, wenn Insekten sich so verhalten würden wie Menschen. Meine Flügel! Oh, wie... Fische, die sich so verhalten wie Menschen. Wow. Autos, die sich so verhalten wie Menschen. Worüber ich schon mal ein Video gemacht habe. Aber dann hatten sie die Idee. Die Innovation. Was wäre, wenn Ratten sich so verhalten wie Menschen? Und den Film schauen wir uns heute nochmal genauer an. Hallihallo, Hallöchen, Leute. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, eurem Brody. Ja. Heute schauen wir uns, ja, Ratatouille an. Ich habe den Film damals, als er rauskam, gesehen. Da war ich noch sehr, sehr klein. Wie alt war ich denn da? 2 oder so. Ich bin wirklich gespannt, diesen Film nach all den Jahren wiederzusehen. Wenn ihr auch genauso gespannt seid wie ich auf dieses Video, lasst doch sehr gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Film ich als nächstes anschauen soll. Abonniert natürlich unten mit einem Klick, würde mir sehr viel helfen. Fangen wir jetzt mal an. Oh, das ist ganz alte Disney-Intro sogar noch. Verrückt. Und dazu Akkordeon, so typisch Frankreich-mäßiges Meme. Gibt's auch mal dieses Akkordeon, das man da hört. Und ein Teil der französischen Nationalhymne haben wir gerade gehört. Wir Franzosen kennen die Wahrheit. Das beste Essen auf der Welt gibt es in Frankreich. Weiß nicht, ob es beste Essen in Paris gibt der Welt, weiß ich jetzt nicht, in Frankreich. Ich esse nicht so gerne Froschschenkel und Schnecken. Meisterkoch Auguste Gusto. Er war der jüngste Koch, der es je zu 5 Sternen gebracht hat. So jung sieht aber gar nicht aus. Wurde mit dem Koch hier auch als dick dargestellt direkt. Müssen Köche gern essen so dick sein? Amüsanter Titel. Jeder kann kochen. Nein, ich bin nicht der Ansicht, dass jeder es kann. Das ist auch so ein Eindruck, dass Kritiker immer so grießcremig sind. Die müssen immer alles so schlecht reden und sowas. Er isst doch nicht gern, oder? Er sieht doch nicht so aus. Ich würde ihn nicht als Koch abstimmen, dass er gut kochen kann. Aber es ist nicht im Unterschied zwischen Leuten, die sowas gern schaffen können und anderen, die es gern kritisieren können. Ich zum Beispiel könnte keine so Animationsfilme machen, aber dafür kritisiere ich gerne. Was geht denn da ab, Junge? Was ein dramatischer Anfang gleich. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Das ist ein Horrorfilm. Das bin ich. Was mein Problem ist? Oh, das ist die Stimme von Boyle, oder? Von Brooklyn Nine. Ich kann ihn förmlich hören. Oh, diese Darstellung von Ratten, so wie wir sie kennen, die Ratten, so richtig gruselig. Ich habe einen extrem ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn. Könnte Fluch und Segen sein für eine Ratte, ne? Die ist nicht einfach so irgendwie Dreck oder verfolgte Sachen und easy weg. Nicht reinbeißen! Hey! Was ist denn in dich gefahren? Der komische Geruch war Rattengift. Oh, das ist natürlich auch sehr praktisch als Ratte. Und seit wann können Ratten lesen? Ich kam mir ziemlich cool vor wegen meiner Begabung, bis Dad mir einen Job gab. Giftchecker. Natürlich ist die Story wieder. Der Junge, der eine krasse Begabung hat und der Vater, der das seinen kurzen Ausnutz aber nicht weiter ausbauen will und für seinen Zwecke benutzt. Aber zum Glück müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Nämlich gibt es da draußen ja ein Spiel, wo ihr wie Remy eure Begabung ausloben könnt. Nämlich in einem niegelnagelneuen Spiel Infinity Nikki. Infinity Nikki ist das neueste Kapitel der Nikki-Reihe, welches so seine wunderschöne offene Welt und seinen einzigartigen Dress-Up-Mechaniken überzeugen kann. Mit Rätseln, Plattforming und magischen Outfits, die dir Superkräfte verleihen können. Von Schweben bis Schrumpfen. Über die Landschaft gleiten oder ganz riesig werden. Infinity Nikki kam erst vor wenigen Tagen raus, hatte aber vorher schon 30 Millionen Voranmeldungen. Und jetzt, dass es draußen ist, wird es auf allen möglichen Plattformen verfügbar sein. Darunter natürlich der PC, PlayStation und alle mobilen Geräte. Also eure Handys, Tablets und so weiter. Ich liebe es ja, viele Sachen zu entkunden. Ich glaube, hier werde ich auch abgeholt. Und da ist egal, ob man durch dunkle, grüne Wiesen schwebt, mit magischen Kreaturen spielt oder die vielen wunderschönen Landschaften erkunden will. Und wenn man es auch eher ruhiger angehen will, kann man auch so Sachen machen wie Insekten sammeln oder Fische angeln. Aber auch Tiere kann man pflegen. Und mit allen Sachen, die man unterwegs sammelt und findet, kann man sogar da neue magische Outfits kreieren mit weiteren Superkräften. Die Nikki-Reihe an sich begann mit einem 2D-Dress-Up-Game auf dem Handy und wurde seitdem zu einer weltweit beliebten Marke. Und für alle, die Zelda-Games lieben, Kentaro Tominaga, der Subdirektor von The Legend of Zelda, ist selbst Teil dieser Entwickler-Crew geworden. Aber jetzt habe ich genug erzählt, Zeit für euch jetzt, das Spiel zu starten. Wenn ihr das Spiel nicht runtergeladen habt, könnt ihr sehr gerne über den QR-Code tun. Und sobald ihr euch dort eingeloggt habt und das Tutorial beendet habt, bekommt ihr auch 120 kostenlose Züge. Und mit diesem Code noch ein paar extra Ressourcen. Probiert das Spiel auch gerne mal aus. Würde mir auch helfen für weitere solche Videos. Danke an Infinity Nikki für den Support. Jetzt geht's mal weiter mit diesem Video. Essen ist wie Treibstoff. Hauptsache, der Tank ist voll. Sonst macht der Motor es nicht lange. Hat auch ein bisschen recht. Aber könnte die Lebenserwartung von Ratten auch verlängert werden, wenn sie gesunde Sachen essen, nicht vergammelte? Laborratten leben, ja gut, die leben aus anderen Gründen nicht so lange. Exquisites gibt es überall. Man muss nur offen sein und sich die Zeit nehmen zu genießen. Und da gibt's solche Fernsehleute, die da kochen. Und da gibt's unsere Fernsehleute, die kochen. In der echten Welt. Und im Rumschreien sind und sowas. Käse und Erdbeeren. Ich habe in meinem Leben schon mal Käse und Erdbeeren, glaube ich, gegessen, aber nur mit Marmelade. Meistens gibt es ja auch bei so Events dann so Spieße mit Trauben und Käse. Wäre auch geil, mal so Spieße mit Erdbeeren und Käse zu essen. Wieso läuft das so komisch? Oh, eine stehende Ratte. Immer mehr, wie wenn Ratten wie Menschen wären, sich verhalten würden. Nicht nur reden und so, sondern auch
Wände benutzen und auf zwei Beinen laufen. Du hast Käse gefunden? Mit ein paar Tropfen von diesem Süßgras. Süßgrastropfen? Das ist also ein Rezept zum Essen? Wir müssen den kochen. Doch auf welche Art wollen wir ihn zubereiten? Geil, an der Antenne vom Fernsehen und so. Das Kochen, das ist auch eine geile Idee. Aber ich weiß nicht, was sie da kocht. Das ist doch noch Ruß und so. Nicht so gesund, würde ich was sagen. Oh, oder ist ein Blitzableiter. Aber es ist gekocht immerhin. Die Animation damals schon richtig gut. Wenn man überlegt, dass es so lange her ist. Wie nennt man so ein Aroma? Gewitterig? Gewitterig. Gewitteraroma. Ab jetzt jede Mahlzeit nur noch im Gewitterblitz einschlagen lassen. 1,21 Gigawatt. Safran, nicht gut. Ey, das Ratten, weil sich Rezepte so, das daran sich bedienen. Ich habe ab und zu bei mir in der Wohnung so Lebensmittelmotten, die kommen auch manchmal in so ganz komische Öffnungen rein. Teilweise kommen die auch in die Pfefferverpackung rein. Ich frage mich auch so, wie schaffen die das? Und so Ratten, die könnten wenigstens aufdrehen und auch wieder zudrehen, dann wenn sie sich benutzen. Dann ist mir alles recht. Weiß Dad davon? Man könnte ein Buch vollschreiben. Hat man auch getan. Und das ist der Grund, warum ich lese. Warum auch lesen kann. Aber da ist also nicht so, dass sie jeden Text auch ins Deutsche übersetzt haben. Da ist Französisch noch drauf im Kochbuch komplett. Jeder kann kochen, aber nur die Furchtlosen schaffen es zum Meister. Ja, ich hab Furcht. Ich hab so viel Angst vom Kochen. Ich trau mich nicht, ich will das nicht. Aber generell auch eine gute Message, generell, die um alles geht, nicht nur ums Kochen. Alle Hobbys oder Sachen, die man machen will, kann man machen, solange man sich dahinter klemmt und keine Angst hat davor zu verlieren oder einen Fehler zu machen. Nur dann kann man zum wahren Meister werden. Bei allen Sachen, nicht nur Kochen. Ist tot? Oh. Oh nein. Die Oma erinnert mich voll an die eine von dem Schach, die Frau von dem Schachbrett-Typen. Kann das die sein? Wir sehen sich voll ähnlich. Eine Schrotflinte? Ist das Waffengesetz in Frankreich so locker? Wenn man mit der Schrotflinte auf eine Ratte schießt. Wenn die trifft, dann spritzt ja auch alles rum. Das ist ja auch nicht so geil. Schaukeln mit der Lampe hin und her! Ah, okay, hier haben wir kurz gezeigt, dass die Menschen die Ratten nicht verstehen können eigentlich. Wird kein B-Movie. Wow, hat sie wunderschönes Muster in die Decke reingeschossen. Da oben ist es versteckt, der Ratten. Die hatten die Ratten nicht gemerkt, die Tausende da oben drin. Hat wahrscheinlich ihr Hörgerät lange nicht mehr aufgeladen. Von den Schüssen waren die Ratten auch nicht abgeschreckt. Ist, dass sie weggelaufen sind, die Ecken oder sowas? Oh, die haben direkt einen Plan. Fluchtplan. Es wäre so richtig gruselig, mal vorher habt ihr Ratten im Haus. Und ihr denkt erstmal, okay, ich muss jetzt verfolgen und jagen. Und dann seht ihr, wie sie mit einem kleinen Schiffchen im Fluss runter wegfahren. Das wäre so anders wild, wenn man das sehen würde. Gleich hast du mich. Yo, die ist wirklich angelegt auf die Ratten. Ich wäre doch froh, wenn die Ratten weg sind. Wäre mir doch egal, ob die tot sind jetzt oder nicht. Lass sie doch da leben. Oh, natürlich, eine Teilung. Rechts oder links. Natürlich sind die anderen rechts lang gegangen. Das würde mir auch geil sein. So eine Wasserrutsche mit sehr viel Wasser. Meistens Wasserrutschen ja zu wenig Wasser. Da reibst du dir sonst irgendwas auf. Aber das klingt ja ultra cool aus. Das würde ich auch gerne machen. Nur wäre ich nicht gerne Ratte. Aber immerhin, hey, ja, das Buch gerettet. Kann die arme Frau nie wieder irgendwas Gutes aus dem Buch kochen. Aber auch was für ein starkes Buch, dass es durch trotz des Wassers noch so leserlich ist. Es war komplett im Wasser eingetunkt auch. Auch die Seiten kleben nicht ineinander. Damals gab es noch richtig gute, qualitative, hochwertige Bücher. Wenn du Hunger hast, geh hinauf und sieh dich um, Remy. Jetzt schon Einbildungen hier, Hunger-Einbildungen. Ich habe meine Familie verloren. Jetzt noch Selbstgespräche führen. Wenn man immer nur zurückblickt, verpasst man, was vor einem liegt. Ja, wahre Worte einfach. Der Rafiki von Ratatouille. Hieß der so? Von König der Löwen? Oder wie die Schildkröte von Kung Fu Panda? Monkey. Das Essen kommt immer zu denen, die leidenschaftlich kochen. Ja gut, aber wenn du Hunger hast, also ich zum Beispiel, ich esse auch so, auch wenn ich nicht kochen will. Oh gut, ich koche auch nicht leidenschaftlich. Das ist der Unterschied. Jo, was ist da los? Was ist mit den Waffen in Paris, hä? Gab es bei dir überhaupt schon mal Schusswaffen? So richtige Waffen, Schrotflinte und Pistole? Jedenfalls sehr selten. Und vor allem Paris auch. Guck mal, wenn Amerikaner einen Film machen wollen über Paris, denken sie, dass sowas ist. So in Europa ist. So ist es nicht bei uns. Ja, nicht jeder Dritte eine Waffe. Yo, was eine Aussicht. Dann ist er sehr, sehr weit auf von der Kanalisation nach Paris getrieben worden. Von einem einzelnen Haus am Rand des Stadtrand bis in die Innenstadt. Da wahrscheinlich ist der Fluss in die Seine gelaufen. Das ist der Fluss von Paris. Gustos? Ihr Restaurant? Boah, durch die Kritiken sogar nur 3 Sterne noch. Boah, so geil. So richig schön in ein Restaurant gehen, 10 Gänge essen, die jeweils nur so mini-klein sind und dann von der Pause zwischendrin satt werden. Da ist ja auch das Auge viel mit. Wenn ich so tief für Pizza reinschiebe, dann ist es nur Essen, nicht Auge. Pinguini Renatas kleiner Junge, Gustos alte Flamme. Oh, Renatas kleiner Junge, Gustos Flamme. Also von dem Film weiß ich nur auch, dass die Ratte später dann irgendwie in seinen Kopf reingeht, nicht stört und der dann krass kochen kann. Das ist alles, was ich weiß. Aber ich wusste auch nicht, dass er der Sohn von Renata ist, die eine Flamme von Gusto war. Ist mir neu irgendwie. Für die Drecksarbeit.
Das ist der neue Chef anscheinend. Okay, kleiner Giftzwerg. Eine echte Gourmet-Küche und ich darf Mäuschen spielen. Na, nee, Rädchen eher. Oh, das ist nicht mal komisch. Chef de Partie, Commis, das sind Köche. Du bist eine schlaue Ratte. Cool, dass irgendwie voll viele französische Begriffe benutzt werden, die Originalbegriffe. Vor allem auch, dass die Einbildung von Remy im Selbst sagt, oh, bist eine schlaue Ratte. Der sagt er hier doch an mit sich selbst. Er lohnt sich selbst. Er spült das Geschirr, er kocht nicht. Er könnte es. Nein. Wie sage ich immer, jeder kann kochen. Auch irgendwie stark, dass, wenn das wirklich der Sohn von ihm sein könnte, was sein könnte, wenn es der Sohn von Remata von Flamme von Gusto ist, dann erflieht er in Einflüssen, dass er kochen soll, dass er der Nachfolger von ihm wird oder wie. Die Einbildung von der Ratte eigentlich, oder ist doch der richtige Geist eigentlich von Gusto? Ja, wie krass, wenn der Geist mit der Ratte spricht, der ihn retten soll, seinen Sohn. Er ruiniert die ganze Suppe und keiner merkt was davon. Oh, das hätte auch voll schief laufen können. Ich stehe vor diesem Ding sind Messer drin, die da oben gestellt sind. Ich finde auch, dass Franzosen auf die Idee kommen, Ratten zu kochen. Neben Froschschenkel und Schnecken ist das wirklich nichts, was mich verwundern würde. Könnte auch die Rattenplage direkt loswerden. Passt? Unter dem Dings gibt's auch Feuerflammen? Hä? Warum da unten drunter? Gibt gar keinen Sinn. Das überschüssige Gas vom Gasherd, was da rausgeflümmt wird, direkt verbrannt wird, aber auch so komisch. Energieverschwendung extrem. Und direkt im Ofen gekocht. Zack, mit Gemüse angebraten. Geil. Der muss sie krass ruiniert haben, die Suppe, dass die so krass riecht. Worauf wartest du? Wird das jetzt eine Art Running Gag mit Ihnen? Er redet schon mal in Filmbegriffen, obwohl er eigentlich nicht bewusst ist, dass er in einem Film ist. Oh, ganz wichtig, Hände waschen. Mit Wasser, nicht mit Seife. Hast du das angefasst hast bisher? Das ist nicht sehr hygienisch. Der macht ja noch tausend andere Sachen, da hat er ganz andere Suppe draus. So die Sache, wie der da reinhaut noch. Oh. Du schwingst den Kochlöffel, deren und fädern sie den Mann. Oh, jetzt kommt's raus, dass die Ratte die Suppe ultra krass besser gemacht hat. Remy, heißt der Remy? Nee, die Ratte heißt Remy. Er hat gesehen, dass die Ratte diesen bearbeitet hat, aber er denkt, er hat ihn gemacht. Jemand fragt nach deiner Suppe. War doch anscheinend sehr gut. Ohne Rattenhaare. Von mir selbst weiß, dass ich so ruiniert hat, weil er probiert hat, was die Kacke geschmeckt hat. Er weiß, dass es die Ratte war. Wie können wir behaupten, für den Namen Gusto zu stehen, wenn wir nicht seine tiefste Überzeugung teilen? Jedoch kann kochen. Ja. Was Gusto gesagt hatte in seinem Fernsehen. Die leben dann quasi auch das Motto von Gusto, dass jeder kochen kann, sogar der Küchenaushilfe, ja. Jetzt sind die zukünftigen Bewerber für Aushilfe in der Küche noch mehr gefordert, auch gut kochen zu können. Größen, wahnsinnige kleine Ratte! Ja. Geil! Junge, Messer abhaken, oder was? Ist dir klar, was uns blüht, wenn jemand erfährt, dass wir Ratten in der Küche haben? Boah, er wollte sich schon kochen, oder was? Was war das denn? Und doch zu essen verarbeiten. Muss ihn nicht töten. Setz einfach nur aus. Fertig. Aber machen vielleicht noch ein paar Löcher ins Glas rein, ne? Mach den Deckel davor auf. Nicht mit dem Glas. Die kommen ja da nicht heraus. Von dir stammt doch der Schnickschnack mit den Gewürzen. Was hast du da reingetan? Die haben echt viel gemeinsam. Er redet mit dem Geist irgendwie, irgendeine Einbildung, und er redet mit der Ratte. Hast du gerade genickt? Kann Remy nur die Menschen verstehen, weil er auch diese Fernsehsendung geguckt hat und gelesen hat und sich so weitergebildet hat? Oder können theoretisch alle Ratten das? Was du auch gemacht hast, sie fanden es lecker. Hey, ihnen hat's geschmeckt! Oh nein. Aber die Ratte könnte echt gar nicht nass sein, oder? Das Glas ist gut zugedreht. Und der Sen Baden auch krass, dass er es gemacht hat und keine Krankheit davon rauskullert. Sen ist ja wohl sehr, sehr dreckig gewesen. Jetzt, wo Olympischen Spiel da waren, mussten sie auch erstmal testen nochmal. Natürlich alles gesagt, um frei zu kommen. So hätte sich jede normale Ratte verhalten. Jede normale Ratte, die nicht Remy heißt, wäre jetzt hier an der Stelle abgehauen. Er hat sogar Empathie, was Ratten eigentlich auch nicht so unbedingt haben mit Menschen auf. Auch krass, solche Zeit spielt auch, dass sie so noch so dicke Fernseher haben auch. Oh, das Bad, das Klo ist nur mit dem Vorhang abgetrennt. Oh nein, vielleicht dem Klo auch dann irgendwie die Küche mit dem Kühlschrank. Das sind halt typische Wohnungen in so einer Großstadt. Mit so einem Ausblick, da zahlst du bestimmt ordentlich Geld, auch wenn die Wohnung so klein ist mit dem Klo mit Vorhang. Raus aus den haut sich Futter und verschwindet. Oh, der Ratte war immer Frühstück. Hat er einen Kühlschrank offen gelassen, die Tür. Ist nicht sehr energiesparend. Das lernen wir noch ein bisschen, Remy. War die Suppe eine Offenbarung, ein subtil würziges Geschmackserlebnis. Aber auch nur, weil die Ratte auch viel den Gusto geschaut hat, die Fernsehsachen und Rezepte und alles. Kochte genau wie nach, wie er es früher gemacht hat. Vielleicht. Nein, war ja nicht. Herr Schatter, der hat die Ratte auf dem Kopf drauf und stört ihn dadurch. Au! Klappt ja super. Au! Ist ein Ritual einfach, das macht er immer. Aufwärmtanz. Yo! So haut das nicht hin, kleiner Koch! Luke ist dieses, der Raum anscheinend schalldicht, so laut wie rumschreit. Dass er da reingeht, weil es rumschreit, dann was einem kleinen Koch redet. Du weißt, wie man kocht? Und ich weiß, wie man so wirkt, als wäre man ein Mensch. So wirkt es immer an ein Mensch. Er ist vielleicht zufällig auch ein Mensch. Ich bin überrascht, wie krass fest auch dieser Dings auf dem Kopf sitzt. Warte, dass mir eine
mal gut gegangen. Einfach Spider-Man-Reflexe. Als schnell den doch über die Haare. Krass, wie man untersuchen lassen. Dass so an den Haaren ziehen, so die Hände so steuern kann. Wie würde auf unsichtbare Macht rumgezogen werden? Au! Nein! Ist es schlau, wenn er einen blind macht? Auch beim Schneiden, weiß nicht, wo die Finger aufhören und sowas. Kann auch einen Finger abschneiden. Aber so kann er sich wenigstens nicht wehren und irgendwie Eigeneinfluss geben mit, ja. Aus mir wird dann sowieso anscheinend kein guter Koch mehr. Mit meinen Haaren kann man nicht so krass ziehen um. Schade, ich wäre sonst krass gern Koch geworden. Ja, was soll ich machen? Effizient auf jeden Fall, ja. Eine Ratte Rotwein geben, auch nicht so gut. Eine Ratte kann anscheinend gut durch das Kopfding durchsehen, weil es so durchsichtig ist. Nein, du irrst so. Was ist mit den Parisern da los? Schusswaffen und Messer? Na, so krass damit umgehen. Die hätte auch einen Arm treffen können, muss ja genau wissen, wie dünn seine Arme sind. Wow. Er hat anscheinend auch eine Schwäche für Frauen, die selbstbewusst sind. Kann ich mir schon verstehen. Über ein Mikrowellenessen von Gusteau. Das hätte er nicht gewollt, so eine große Kochkunst. Wie sein Tod noch ausgeschlachtet wird hier noch nachträglich. Ganz, ganz schwierig. Als großer Maiskolben mit einem Hundekopf. Ja, bitte. Würdevoll. Ja, würdevoll als Corndog mit einem Hundekopf. Richtig, ja, sehr würdevoll. Renata, das ist die Frau, die Partnerin von ihm. Ich weiß auch, was das Testament vorsieht. Ob dieser Bengel etwas daran ändert. Besonders ähnlich sehen sich die beiden nicht. Aber vielleicht sind sie ähnlich, weil er nicht dick ist. Man muss die Kostüme mal gucken, bevor er dick wurde, wie er da aussah. Vielleicht sind sie doch ähnlich. Und vielleicht kommt auch mehr nach seiner Mutter. Die Frist für das Testament läuft nur noch einen Monat. Er kommt einen Monat, bevor das Ganze abgehakt wird und der Sous-Chef das ganze Restaurant bekommen würde, taucht plötzlich der Sohn auf. Was ein Zufall. Und der Geist von Gusteau bei der Ratte, der sie steuert, auch noch mitredet und so. Hä? Warum nicht schon früher? Die von Gusteau? Ja. Nur einen Job? Naja, Sie müssen mir eine DNA-Probe von dem Jungen besorgen. Ja, er will jetzt gucken, was wirklich der Sohn ist. Er überprüft jetzt die Haare von Gusteau, die noch in der Hut drin sind, und die Haare von ihm jetzt. Ob es wirklich der Sohn sein kann. Die Stoßzeit, wenn einem die Bestellungen um die Ohren fliegen, jedes Gericht anders ist, keines leicht mit unterschiedlichen Garzarten. Die weiß, wie das Geschäft läuft. Einerseits ist es ja gut, wenn man gut kocht, andererseits natürlich auch muss man effizient arbeiten, schnell. Das Leben in der Küche ist stressig und streng. Ich habe mal Kochkurs gemacht für 2 Stunden, ich bin ohnmächtig geworden zum ersten Mal im Leben. Ja, ist auch sehr stickig da drin in der Küche. Hör zu. Gelernt. Oh, eine Sinfonie der Krossheit. Eine Sinfonie der Krossheit, habe ich noch nie so gehört. Wie in der Werbung gefühlt, so sagt Sound. Horst hat schon mal gesessen. Ich habe einen umgebracht. Mit diesem Daumen. Dann darf man an der Küche arbeiten noch. Ist nicht im Knast für längere Zeit. Ah ja. Also wir 10 Jahre umgebracht haben, dass er diese Zeit über sich gesessen hat. Vor allem, was für Leute dann da auch da in der Küche von Gusteau arbeiten. Aber es passt zum Sprichwort auch wieder. Er hat gesagt, jeder kann kochen. Anscheinend kann auch Straftäter dann nicht an die Arbeiten kochen. Danke. Ich danke auch fürs Beerzigen. Oh, es wird, dass sie ernst genommen wird. Ich kann mir vorstellen, das Leben als Koch ist als Frau noch härter. Die Ratte! Ist der Schlüssel runtergefallen? Nein, er hat schon Einbildungen. Er dreht schon durch mit der Ratte. Aber der Junge, der weiß auch echt gut, wie man das austricksen kann hier. Fragen Sie den Chef, was es Neues gibt. Was es Neues gibt. Gusteau kann keine neuen Rezepte mehr erschaffen und kreieren. Sie verlangen Gerichte von Linguini? Linguini klingt aber auch richtig geil irgendwie nach so einem Kochnamen. Linguini. Heißt nicht irgendwie auch was übersetzt im Französischen oder im Italienischen? Linguini? Lingua ist auch die Sprache, Zunge. Kannst du dich an etwas versuchen, das deines Talentes würdig ist? Kalbsbries à la Gusteau. Aber krass, denn dann extra für einen Gast oder für eine Gruppe von Gästen so direkt was Neues machen. Köche würden das niemals machen, Restaurant. Du kannst ja was zum Restaurant gehen und sagen, ich hätte was Neues, das hier nicht auf der Karte steht. Hä? Die würden dir einen Vogel zeigen. Anchovy-Lakritz-Soße. Boah, wenn Lakritz drin ist, bin ich raus. Ich hasse Lakritz. Geht gar nicht. Kann ich verstehen, wer das gerne isst. Na, ist auch komisch aussehen für die, dass der die Sache an den Hut dran hält. Wie so wirklich so wie eine Marionette, so von Augsburger Puppenkiste sieht so aus. Wieso bereitest du nicht Gusteaus Rezept zu? Das ist das Rezept. In dem Rezept steht nichts von Trüffelöl. Ich habe letztens auch zum ersten Mal seit, ich glaube, überhaupt Trüffelöl gegessen. Generell Trüffel auch gegessen. Sehr außergewöhnlicher Geschmack, aber ist auch sehr lecker. Aber auch sehr teuer. Was soll das denn? Das ist wahnsinnig kompliziert. Jetzt noch schnell zu erklären, das ist eine Ratte auf meinem Kopf, die mich steuert. Sie sind begeistert. Andere fragen auch schon danach und nach Linguini. Das spricht sich auch scheinbar da rum im Restaurant. Stehen die dann auf und sagen so, wahnsinnig, schmeckt das gut. Müsst ihr alle essen, Leute. Steht mal auf, esst das mal alle. Ja, guck, genau so. Die stöhnen da so. Oh, ist das gut. Alles so, oh, ich will auch was der haben. Muss ja richtig krass sein da. Er sieht die Ratte da drin durchs Licht. Stimmt, ist ja nur Papier. Schnapp mal ein bisschen frische Luft. Aber was für ein Glück der hat, dass er dementsprechend dann die Ratte rausgelassen hat. Und er denkt auch selbst, dass er irgendwie hier wahnsinnig wird. Na, gegaslightet von ihm irgendwie. Und wie auch da hochgekommen ist, da hochgeklettert, dass keiner was gesagt hat. Was machst du denn da auf dem Tablett? Sie stoßen auf ihren Erfolg an, Linguini? Das Glas war reine Höflichkeit.
ich trinke eigentlich nicht. Ja, ehrenvoll. Das zerstört die Geschmacksnerven. Alkohol ist generell auch giftig. Stoßen wir an auf ihre Unidiotie. Warum ist er jetzt so nett zu ihm? Will er sich bei ihm einschleimen, dass falls er doch der neue Chef wird, dass er dann bei ihm arbeiten darf noch später oder was? Und ich hasse Menschen, die dann sagen, selbst sagt man trinkt nichts, weil er da zwingt wollen dazu, was zu trinken. Dachte schon, ich würde euch nie mehr wiedersehen. Was genau isst du da? Frag mich was Leichteres. Es sieht aus wie Kaugummi in einem Papier eingewickelt. Oh nein, jetzt nutzt er das aus. Aber krass artistische Fähigkeiten hat die Ratte. Der Junge könnte seinen Job verlieren. Und damit auch ich. Ja, aber er ist auf den Job angewiesen. Du ja nicht. Also, wo hast du gelernt, Linguini? Er will ihn besoffen machen, um für die Informationen rauszukriegen. Auch wegen der Ratte. Boah, dieses alte Telefon da hinten auch. Es muss früher gespielt haben, als da, wo es rauskam. Wenn er auch sonst nicht Alkohol trinkt, dann wird er auch sehr schnell betrunken werden anscheinend, weil er nichts gewohnt ist. Nimm ein Stück von... Nein, nein, nein! Wie schlägt noch hier? Was ist das denn hier? Das ist nicht keine gute Erziehung. Die Animation auch sehr ansprechend. So ist genau das, was wie man so Geschmäcker beschreiben würde, so ein bisschen. Schwer, so Geschmäcker auch bildlich darzustellen. Das ist eine sehr gute Idee hier. Ja, jetzt? Komme ich nicht mehr mit. Aber zeige ich noch von Evolution. Ich meine, Remy hat sich jetzt durch verschiedene Evolutionsvorgänge so weit entwickelt, dass sein Gehirn stärker ist. Er hat auf zwei Beinen, er kann Menschen verstehen, er kann lesen. Das ist schon krass. Die Ratten werden uns noch alle überleben. Unglücklicherweise ist der Wein zur Neige gegangen. Er hat nichts ausgereicht, um alles außen raus zu nennen, zu betrunken gemacht. Ja. Aber cool, dass Linguine dann irgendwie doch nicht das verblubbert hat mit der Ratte in seinem Hut. Jo, mit Salzstreuer, einem Bleistift machen sie da Musik auch. Geil. Die scheinen in irgendeiner Art Werft zu wohnen. Abwässerkanäle sind es eher, ja. Da hinten ist auch das Boot alles. Die haben dort angelegt und dort direkt ihr neues Lager aufgebaut. Flaschenverschlüsse oben so als Trinkgefäß. Das ist ein Zahnpastadeckel da rechts. Bist du ja gar keine Ratte. Vielleicht ist das auch gut so. Na, Zwietracht zwischen Vater und Sohn. Ich will etwas erschaffen. Vater, ich will YouTuber werden. Nein, du bleibst im Fernsehen. Du redest wie ein Mensch. Die nicht so schlimm sind, wie du sagst. Ach nein. Vielleicht hat auch Erfahrung gemacht. Wo ist Remis Mutter? Vielleicht ist sie auch erschossen worden von der Waffe oder in eine Falle reingelaufen oder sowas. Und die haben ja hier auch Erfahrung mit dieser Oma gemacht, die mit Schrotflinten auf sie schießt. Also ja. Vielleicht hat er irgendwelche Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Muss ja einen Grund haben, warum man Menschen so hasst. Pass auf, dass der Boden und die Arbeitsflächen schön sauber sind, bevor du gehst. Was? Alleine soll jetzt das Ganze... Das ist ja auch unterbezahlt dann noch, oder? Er soll kochen und auch noch Aushilfe mich alles sauber machen und kochen. Was? Das sind doch keine echten Ratten, die so ausgestellt werden. Niemals. So im Fenster hängen, das ist ja ultra gruselig. Puppen auf mich. Das stinkt ja auch dann im Ausschaufenster. Willst du wirklich behaupten, dass die Zukunft nichts anderes bereithält? Man kann die Natur nicht verändern. Naja, ich glaube wohl kaum, dass vor tausenden Jahren die Menschen auch schon Ratten gejagt haben. So mit so Fall, das ist nichts mit Natur zu tun. Ratten sind auch mehr aufgestrebt durch die ganzen Stadtbildungen. Hey, ja. Ja, ich will genauso gucken. Wir haben auf falscher Straße auch gefahren, auf der linken Straßenseite. Paris, Frankreich waren sie auch auf der rechten Seite. Amerikaner wieder, wenn sie Filme machen in Europa, ne? Schlimm. Alles falsch. Hä, was er sogar im Schlaf nicht so steuern lassen kann. Beide sind ein Zeichen von Evolution irgendwie geworden. Er irgendwie, der über seine Haare gesteuert werden kann und die Ratte, die so schlau ist. Wenn er jetzt nicht einfach schlafen lassen könnte, theoretisch einfach auch da. Wird er da aufgeweckt von ihr. Ist ja voll okay, finde ich. Ich dachte, du dachtest, ich wäre anders. No! Oh! Wenn ich mich nur um mich gekümmert hätte, wärst du untergegangen. Aber es war ja ihr Job, ihm zu helfen. Das hat er ja ihr gesagt. Jo, wie er vorher Wagen springt. Wohin willst du jetzt fahren? Sie müssen nicht arbeiten? Der hat doch gerade eingestochen. Ist jetzt wieder nach Hause? Ich wäre deinem Rat bis ans Ende der Welt gefolgt, weil ich dich liebe. Nicht raus, und ihr habt dich vielleicht zweimal gesehen, dreimal. Du kannst jetzt sagen, dass du sie liebst. Was geht denn da ab? Ich habe einen klitzekleinen. Ich habe einen klitzekleinen. Wohin geht das Gespräch jetzt gerade? Er sagt, er hat einen klitzekleinen. Ich will es dir zeigen. Nicht seinen kleinen Freund rausholen jetzt. Nein! Oh, guck mal, ihr gefällt. Ja, guck mal, so direkt wäre er selbst nie gewesen. Ich habe einen klitzekleinen. Leute, das sowas nicht sagen, wenn ihr irgendwie eine Frau beeindrucken wollt. Das hat niemand nur funktioniert, weil es eine Ausnahme war. Wow, hat der ein wunderschönes Büro. Sieht auch wie ein Sarg. Der lebt in Krufti-Stil. Und mit Schreibmaschinen schreibt er da sogar noch. Könnte fast eher ein Vampir sein oder so. Gusto an der Seite eines genauso großen Dieners. Pommes de Frites. Ah, Pommes de Frites sind die Pommes halt. Pommes Frites. Fastfood-Essen, was nicht so in der Gourmet-Küche einen guten Ruf hat, ne, offensichtlich. Wie kann es dann beim Volk
beliebt sein. Ja, hier, Pommes Fritz sind ja auch beim Volk beliebt. Also kann man ja noch sagen. Die DNA stimmt überein. Okay. Kann doch kein Zufall sein. Der Junge weiß Bescheid. Echt ein krasser Zufall, dass er zu dem Zeitpunkt genau dort arbeiten will. Schlechter, seine Mutter hat ihn irgendwie ihn da vielleicht das verlangt nach ihrem Tod, dass er dort arbeiten sollte. Im Sherbet gesagt, bitte geh dahin, arbeite da oder sowas wahrscheinlich. Dann den Brief geschrieben. Er stellt sich dumm, verspottet mich mit dieser Ratte. Ist sie denn von Bedeutung? Er will mir das doch bloß einreden. Er denkt, dass er ihn verrückt machen will, indem er sagt, dass die Ratte in seinem Kopf ihm hilft und stört und sowas. Aber es ist wirklich so. Ja, er dreht ein bisschen durch. Vielleicht wäre es ein bisschen Therapie an und werde ich, also weiß ich nicht. Ich weiß, so ein Hausfall kann belastend sein. So die Haare nach rüber gelegt habe ich am Anfang auch gemacht. Oh, es ist nur geflirtet in der Küche die ganze Zeit hier. Na, Remy, du hast es zu verantworten. Das ist deine Schuld. Aber auch nicht hier rumflirten während der Arbeit. Das ist auch nicht so. Don't F the company, ne? Es kann nie gut werden am Ende. Das Gustos hat bereits ein Gesicht und das ist dick, liebenswert und vertraut. Und tot, damit er das gut kontrollieren kann, weil er nicht mehr reinreden kann. Das ist besser. Dass er sich überreden, was die Liebe so immer macht. Hört man da lieber auf eine Ratte oder hört man da lieber auf die Liebe? Anscheinend dann mehr auf die Liebe, nicht auf die Ratte. Gott, so viele Jumpscares hier in diesem Film, ist ja wahnsinnig. Oh mein Gott, Herzinfarkt, schon wieder der zweite. Wenn dann so krass eskalieren. Oh, ich erinnere mich, einmal im Restaurant habe ich eine Ratte gesehen. Das war in Mannheim, stimmt. Das fand ich nicht schlimm. Das war irgendwie süß. Hey, Remy, du hast es ihnen gesagt? Wenn du so einen Bruder hast, dann brauchst du echt keine Feinde. Abgesperrt? Was hast du hier zu suchen? Das will er schon wieder klauen. Man stiehlt nicht, Remy. Das ist Familie. Die teilen nicht ihre Ideale. Ideale? Jetzt reden die anderen auch alle. Och, meine Güte, nee. Auf verschiedenen Dialekt, wie geil. Da ist er ja. Hey, ihr Testament. Oh, er kann ja lesen. Das heißt, sieht jetzt auch, dass er der Sohn ist eigentlich, Linguini. Deutscher, check's doch auch. Chef Linguini, altbekanntes Restaurant, neues Gesicht. Doch nochmal Englisch unten drunter? Auch komisch irgendwie. Er ist ihr Sohn? Das müssen Sie doch wissen. Ich bin nur ein Produkt deiner Fantasie. Ach so. Trotzdem glaube ich irgendwie, dass das eine Art Geist ist von ihm. Oder wir ihm sogar helfen, das den Brief direkt ihm geben. Da wird er auch wahrscheinlich denken, so was geht hier ab? Was ist doch wahnsinnig. Das ist schon eine Ratte, die anscheinend lesen kann, das Testament klaut. Eine Ratte findest du niemals da mehr in Paris. Oh, ist der Brunnen von Miraculous? Miraculous ist auch eine Serie, die ich sehr gerne gucke. Hier auf dem Kanal, wenn die neue Folgen und so weiter kommen. Kann froh sein, dass der Rattenmann noch nicht existiert hier. What? Jo, einfach krass drauf, diese Ratte. Aber muss aufpassen, die Seiten nicht versabbern jetzt oder zerbissen werden. Ja, was macht denn der noch alles? Die zwei kleinsten Lebewesen jagen sich gegenseitig. Kleine Koch. Verrückt anderen kleinen Koch. Jo, der fliegt sogar noch wie so ein Sprunghörnchen. Hinaus aus meinem Büro. Das ist nicht ihr Büro, sondern seins. Oh, jetzt bekommen. War ja flink. War die Ratte schnell bei ihm dann. Hat er schnell wiedergefunden. Ah, und es verbrennt direkt die Mikrowellengerichte. Aber so ein bisschen ist doch auch Gewinn einbringen. Kann ich nicht alles wegschmeißen. Der Daumen, da ist schon mal ein Menschen getötet. Bei ihm heißt das ja nichts Gutes, dass hier. Wenn du splitzig, sieht man nicht teilweise, die gerade hier oben drin sitzen. Wäre krass irgendwie auch, wenn die das auf dem Foto festhalten würden irgendwie. Was ist das Geheimnis ihres Genies? Ich bin Gustos Sohn. Dann wird Remy doch ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Erst wollte es nicht, dass es bekannt wird. Er weiß wahrscheinlich doch, dass es bekannt wird, dass er es ist. Gesundheitsinspektor. Oh, das ist ein Inspektor, der vorhin schon mal angekiesert wurde, der an der Wand schon mal drauf war. Ich nicht angesprochen, aber den haben wir ganz kurz gesehen. Ich komme vorbei in 3 Monaten. Aber die Ratte, sie müssen... Wie er es jetzt noch hier drauf forcen will, dass das Restaurant pleite geht, wo er davor gerade gearbeitet hat. Oh, Graf Dracula erscheint. Sie sind Monsieur Linguini. Das ist die Stimme auch von dem Assistenten von Batman, oder? Alfred. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Sie sind Anton Ego. Auch cool, dass er Ego mit Nachnamen heißt. Ego ist wohl sehr hoch bei ihm. Sie sind recht dürr für einen, der gutes Essen schätzt. Oh ja, gut gedisst hier. Das Battle geht los. Wie bei so einem Boxkampf vorher, wo sie sich vorher so gegenüberstehen und sich dann so angucken. Was ich nicht liebe, das schlucke ich nicht hinunter. Ja, also liebt er nicht so viele Sachen. Und er liebt wohl seine Spucke, die er gerade runtergeschluckt hat. Nimm eine Auszeit, kleiner Koch. Die Ratte ist der Koch. Ich muss mich konzentrieren. Und ich denke wirklich, dass er das hinkriegen kann ohne die Ratte. Er ist nur gekommen, Weg durch die Ratte. Das ist ja wirklich, dass er das denkt? Wäre ich genauso wütend wie Remy hier gerade. Oh, jetzt ist er natürlich sauer auf ihn und lässt sie einfach machen. Sagt Dad, er soll den Clan mitbringen. Oh nein, er will die ganzen Ratten jetzt reinholen, um ihn eins auszuwischen. Aber das ist auch von Remy jetzt doof. Er handelt halt direkt so stur kopfmäßig, genauso wie der Koch halt gehandelt hat. Aber man soll trotzdem sich ein bisschen zurücknehmen erstmal und erstmal in sich gehen, ein bisschen Tage vergehen lassen und
dann nochmal ohne Groll an die ganze Sache rangehen. Wir hätten so nicht auseinandergehen sollen. Wie sie alle den schwarzen Karren sich verstecken im Schatten. Wenn ihr euch hier nochmal blicken lasst, mache ich mit euch das, was man in einem Restaurant mit Ungeziefer macht. Man kocht sie? Also manchmal werden ja auch Insekten so gekocht und gegessen, also. Wir sind, was wir sind. Und wir sind Ratten. Nee, jetzt denkt er, dass es so ist. Das würde ich doch so nicht einfach so akzeptieren, hinnehmen jetzt. Das ist das Hotel, wo Chloé Bourgeois wohnt in Miraculous. Ich hätte gern ihr Herz geröstet. Ey, er fühlt sich genauso, wie man sich fühlt vor so Prüfungen und sowas. Oh, das Gefühl. Ich auch nie vergessen, dass man da hat so Führerscheinprüfung oder irgendwelche Klausurprüfungen für die Uni oder sowas. Abitur, oh mein Gott. Nein, warte! Eine Falle. Und ist in seine Falle noch reingelaufen. Er wollte aber nicht mal die Ratte fangen. Also es wäre nicht mal die Falle reingegangen. Du kreierst mir neue Produkte für Maître Skinners Tiefkühlkost. Oh, es wird direkt die Kochkünste der Ratte ausnutzen. Für die Tiefkühlkost. Ich weiß nicht, ob die Ratte sich damit auskennt, wie er Sachen gut tiefgefriert serviert, dass die gut schmecken. Auch Mikrowellen geeignet. Kennt der Mikrowelle wahrscheinlich gar nicht mal die Ratte. Wissen Sie schon, was es heute sein darf? Ich hätte gern eine frische, klare, verlockende Perspektive. Oh, er will nichts Klares haben. Er will was Neues, was anderes. Aber er kann es ja als so Kritiker, dass sich was Neues wünschen, sowas. Die Kochkünste an sich testen. Auch wenn es schon mal dort Dings ist, dass Kunden das generell verlangen. Also müssen sie ja schon mal auch drauf haben. Meinem Vater mache ich vor, ich wäre eine Ratte. Linguini mache ich vor, ich wäre ein Mensch. Dabei will ich doch nur eine Menschratte sein. Beides. Oh, sie befreien ihn, wie cool. Mit den Gargoyles von Notre Dame, wie es aussieht. Einfach so Steine runtergekickt. Aber die sind Ratten auch schon schlau. Also so eine Sachen habe ich von Ratten auch nicht gesehen. Also da scheint wohl irgendwas in der Luft zu liegen in Paris. Ich weiß nicht, wie es geht. Irgendwas müssen wir den Gästen aber sagen. Dann sagt ihnen... Ah, geiles Rezept. Ah. Ja, geht mal hin zu den Leuten, sagt denen ah. Ratten! Keiner! Tut ihm was! Wollt er sich jetzt umbringen lassen? Hä? Das wäre irgendwie nicht rausgekommen, hätte ich nicht gesehen, wäre sie umgebracht worden mit 1000 Messern und so. Er ist der Koch. Aber die Frage ist, wenn das rauskommt, dann sind Ruf schnell weg. Ja, er hängt es an den Nagel. Er will nicht für eine Ratte arbeiten. Alle anderen auch. Auch bezeichnen, wenn kurz vor dem Restaurant dann alle Leute rausgehen, kurz bevor der Ego dann da ist. Sogar sie geht. Wie lange ist es jetzt her? Wie lange haben sie sich gekannt jetzt? Und dass sie ihm einfach glaubt auch hier kurz? Und alleine kann er nicht auch alles kochen für alle Kunden dort. Das geht nicht. Komm, dreh um. Und der Helm fährt sie auch. Hör, Straftat. Auf dem Zipperstreifen steht es auch. Ah, hier sieht sie die Überschrift. Jeder kann kochen. Auf Französisch halt aber. Auch Ratten. Ich hatte mich in deinem Freund getäuscht. Stimmt, der hat ja gesehen, dass der Linguini sich davor geschmissen hat und diese Ratte nicht umbringen wollte, wie alles anderen ja tun wollten. Wir sind eine Familie. Ja, auch wenn ich mich frage, wie das zustande kommen konnte, dass die alle Familie sind. Oh, das ist Gesundheitsamt-Typ. Stopp den Gesundheitsinspektor! Delta-Team, ab! Delta-Team! Alpha Beta Gamma. Muss doch richtig gruselig sein, so tausende Ratten kommen. Ah, die gehen alle in die Geschirrspüler-Reiniger-Dings rein, sauber zu machen. Irgendjemand muss bedienen. Ja, ja. Mit den Rollerblades, mit denen er vorher mit ihr auf dem Date war. Ja, kommt alles zusammen jetzt. Rollschuhen, was ganz Neues hier. Aber gibt's auch Restaurants, wo das so gemacht wird, ja. Dass ich mich dann auch alle merken kann. Ja, wie hat das verklapptes Fleisch. Aber auf jeden Fall safe irgendwie ein Haar auch in der Suppe landen oder irgendwo rein. Das kann man nicht verhindern bei diesen tausenden Ratten, die ständig irgendwie ein Haar verlieren. Was will die Ratte kochen? Was wohl? Ratatouille. Sie ist ein Bauerngericht. Ich meine, so ist der Film ja auch, ne? Muss ja dann gekocht werden. Er ist selbst Bauer gewesen, deswegen kennt er das Rezept. Wusste er das irgendwie? Ist diese Frau die Frau, die da, wo die Ratte Remy gewohnt hat? Das wäre so krass Storytelling, wenn das jetzt so wäre. Das Essen seiner Kindheit. Dann wird es auch passen, weil Remy dieses Rezept hat und ihr auch kennt dann. Heute stehe ich nur als Ober vor ihm. Wem danke ich dann für das Mal? Will er jetzt wirklich die Ratte jetzt zeigen? Hätte er aber selbst sagen müssen, ja, ist der Küchenchef. Erst wenn niemand mehr ihr ist. Dann warte ich. Dann wissen, wer es gemacht hat. Das Essen hat ihn so umgehauen anscheinend. Aber wenn der Gesundheitsinspektor rauskommt, dann wird er das alles den Laden auf den Kopf stellen. Also kannst du das auch gar nicht leben, wenn Gesundheitsauflagen verstoßen werden, Rattenspeichel und sowas. Als die Geschichte erzählt ist, steht Ego auf und geht. Aber schon mal gut, dass sie in dem Fall nicht eine Lüge aufgebaut haben, das ganze Restaurant, sondern hoffentlich damit rausgehen, also ihm gesagt haben. Die Welt reagiert oft ungnädig auf neue Talente, neue Kreationen. Ja. Man darf nicht so verbittert sein und nur alte Sachen, die man kennt, bereits fördern und gut finden. Der beste Koch Frankreichs. Oh, krass, die Ratte hier gelobt. Als rauskam, dass es Ratten in der Küche gab, Ego verlor seine Arbeit und seine Glaubwürdigkeit. Stimmt, der hat ein gutes Ding rausgehauen. Wenn Ratten es gekocht haben, die hätten das alles auch mal lesen, essen müssen dort. Ist sogar eine Attraktion, wenn man da irgendwie essen kann, wenn Ratten kochen. Ich muss wieder. Stoßzeit. Ah, hä, aber wie machen sie es denn jetzt? Muss die Ratte sich auch an Gesundheitsauflagen orientieren. Ist sogar eine Leiter eingebaut, dass sie hochkommen kann. Wie süß. Überrasche mich. Ja, diese kann doch funktionieren.
Oh, keine Ahnung, warum drin kommen. Aber kann ja funktionieren, wenn man weiß, es sind Ratten und es schmeckt lecker, würde ich auch hingehen. Sagen sich an die Hygienevorschriften halten, nicht, wenn ich die Krankheiten von Ratten kriege. Passt. Ah, den Ratatouille genannt. Ach, den Wortwitz sogar reingehauen. Was für ein Wahnsinnsfilm. Wie findet ihr den Film? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne hoch, damit euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann kann ich euch gerne das Video empfehlen. Das ist auch ein sehr cooles Video. Das ist auch noch ein anderes Video zum anderen Film. Bis zum nächsten Video. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht. Stattdessen Bärenfell.